Hallo und willkommen zu meinen Nachrichten vom Kanal. Yay! Wir hatten eine Woche Herbstferien, sogar ein bisschen mehr als eine Woche. Eigentlich ein Wahnsinn. In der Zeit haben wir uns einmal kurz nicht gesehen, nämlich dieses Wochenende. Da habe ich überhaupt nichts hochgeladen, was gar nicht gut war eigentlich von mir, weil jetzt bin ich ein bisschen im Rückstand. Ich muss nämlich alle Crusader Kings Folgen auf den Kanal drauf tun bis zum nächsten Donnerstag, weil ich möchte nicht hinten nach sein mit diesen Dingern. Na gut, das kommt dann noch. Ich war aber am Wochenende weg und deswegen keine. So, jetzt aber zwei kurze eigene Sachen. Das erste ist, eine von meinen Töchtern lässt nachfragen, welche von diesen Nagellacken. Heißt das Nagellacke? Ich glaube schon. Welche von diesen Nagellacken am besten zusammenhört? Ich habe hier Blau mit einem anderen Blau, einem Türkis, sieht man das? Ja. Und einem dunkleren Türkis. Meine Tochter ist offensichtlich ein Basti-Fan. Gut, schreibt mir unten in die Kommentare, welche von diesen vieren, nämlich 1, 2, 3 und 4, am besten zusammenpassen. Ja, das war mal das Erste. Das war die eine Tochter. Tochter 1, Dankeschön. Für meine zweite Tochter mache ich eine Art Product Placement. Product Placement auf meinem Kanal ohne Werbung. Ich hoffe, die NSA erkennt das sofort, gibt es weiter an YouTube und verlangt von mir Geld. Oder ich hoffe es eigentlich nicht. Und zwar, wie ihr ja alle wisst, am 17.11. haben wir Tag der offenen Tür. Aber nicht nur die Labeck-Schule hat am 17.11. Tag der offenen Tür, sondern nein, auch die HLW 10, das ist die Schule am Räumerplatz direkt hinter dem Amalienbad, hat sowohl am 17.11. als auch am 18.11. Tag der offenen Tür. Und Herrschaften, die ihr mir hier zuhört, die könnt ihr euch anschauen, die Schule. Also ich weiß nicht, ich werde nicht so viele Leute im Bereich haben, die unbedingt diese Schule sehen müssen, weil sie dorthin gehen wollen, weil so viele Viertklässler werden wir ja nicht zuschauen. Aber vielleicht habt ihr Geschwister, denen ihr das zeigen wollt oder auch nicht. Wichtiger aber, an dem Tag der offenen Tür müssen die Schüler der dritten Klassen an dieser Schule ihre eigenen Produkte verkaufen. Jede dritte Klasse muss irgendeine eigene Mini-Firma gründen und deswegen wäre es ganz toll, wenn ihr da drunter geht und den Sirup Whoop mehr als ein Sirup kauft. Das war jetzt eine schlechte Werbung, das muss ich zugeben. Aber wenn ihr das tut, habt ihr den vollsten Respekt von mir und ihr macht 14 wirklich traurige Mädchen sehr glücklich. Denn die wollen möglichst viel Gewinn mit ihrem Whoop mehr als ein Sirup machen. Sie haben auch einen Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob ich den unten verlinken kann. Wenn nicht, ihr findet ihn, also verlinken unten. Ihr findet ihn relativ einfach. Also ich schreibe den Namen auf jeden Fall hin von dem Instagram-Account. Ist recht einfach zu finden. Dort könnt ihr euch auch die Sirups anschauen. Und auch die Mädels. Und den einen Burschen. Die haben auch einen Burschen, ja. Ja, der ist jetzt nicht so erwähnenswert, glaube ich. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Ja, der ist auch nicht so schlimm. Die Mädels sind wahrscheinlich auch nicht alle ganz fürchterlich. Ihr wisst ja, wie so Kinder sind und Teenager. Ja, also Whoop mehr als ein Sirup. Um genau zu sein, es gibt drei verschiedene. Einen Weihnachtssirup, einen Limette-Minz-Sirup und das dritte habe ich vergessen. Lavendel, glaube ich. Lavendel, genau. Genau, Lavendel-Irgendwas-Sirup. Ganz was Tolles. Also kann ich nur weiterempfehlen. Und ich bekomme keinen Sirup geschenkt dafür, dass ich hier Werbung mache. Nein, ich muss ihn auch selbst bezahlen. Werde ich wahrscheinlich auch. Ich bin ein Elternteil, ich zahle wahrscheinlich sogar mehr, als er eigentlich kostet. Ja. Das waren meine Nachrichten von diesem Wochenende. Sind jetzt doch länger geworden, als ich dachte.
Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns morgen in der Schule. Bis dann.